Heute in der Folge gucken wir uns an, wie man in Minecraft jede Welt in eine SpongeBob-Welt verwandeln kann. Damit rede ich jetzt nicht von den Gebäuden, sondern von dem Himmel hier, wo man diese ganzen schönen Blümchen sieht. Ja, und wie das geht, zeige ich dir heute. So, jetzt wollen wir natürlich einmal ausprobieren, ob wir das natürlich hier hinbekommen, unsere SpongeBob-Welt in Minecraft zu verwirklichen, indem wir einfach nur den Hebel umlegen und... Seht ihr das? Einfach mal diese ganzen Wolken von SpongeBob, diese Blümchen. Super. Können wir natürlich wieder ausmachen, anmachen, ausmachen, anmachen, ausmachen und anmachen. Ohne Ende. Man kann hier einfach diesen Command benutzen. wenn es überhaupt ein Command dafür geben würde. Aber, meine Freunde, wir können reingucken. Mein Command-Block ist leer. Das ist alles eine Illusion, die wir eigentlich mit unserem Video-Editor nur hinbekommen. Und wie das funktioniert, möchte ich dir natürlich einmal zeigen. Ich benutze als mein Schnittprogramm an sich immer Magix Video Deluxe. Da gibt es die Effekte, dass man zum Beispiel auch Greenscreens unsichtbar machen kann. Das kann man aber nicht nur bei Greenscreens machen, allgemein bei jeder Farbe ist dieses möglich. Also du kannst wirklich jede Farbe rauslöschen aus einem Video. Zum Beispiel bei Minecraft haben wir einen blauen Himmel. Den können wir natürlich rauslöschen und dadurch dann halt eine Textur verwenden, die wir möchten. Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt so eine SpongeBob-Himmelsbild verwenden, sondern du kannst auch alles andere nehmen, was du möchtest, was dir einfällt, haust da einfach rein. Tja, ein cooler Trick in Minecraft, um, sage ich mal, hier ein bisschen rumzuspielen. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du dir natürlich jede Welt, sag ich mal, in eine SpongeBob-Welt verwandeln. Ja, eine coole Idee, die man, sag ich mal umsetzen kann, wenn man selber mal ein paar Videos produzieren will und halt so eine SpongeBob-Welt dazu, ja, sich halt sowieso bastelt. Dazu findest du natürlich oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Natürlich ein bisschen was von SpongeBob ist da gleich mit bei. Oder abonniere den Kanal, dann bist du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft solche Videos gar nicht mehr. Ja, und dann war es das Video heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut's rein. Und ciao.